Hallo, wir haben heute ein ganz schönes, wertvolles und auch wichtiges Thema oder ein Hinweis. Nun, diesen Hinweis zu dem heutigen Thema kriegen wir ja schon am Anfang der Bibel. Und da möchte ich einfach diese monumentale Geschichte oder Bericht lesen. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Ja. Dieses Licht, von dem hier die Rede ist, ist eine göttliche Gabe, ein Geschenk, das der Menschheit auch mit auf ihrem Weg gegeben wurde. Und im Alten Testament, besonders an einer Stelle, sagt der Prophet etwas dem Volk, einen Aufruf macht er da. Und da sagt er: Mache dich auf. Wozu? Werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Jesaja Kapitel 60, Vers 1. Diese monumentalen Worte und diese diese Zukunftsvision hat der Prophet bekommen. Das Volk Gottes hatte ja schon Licht gehabt, seitdem sie berufen worden sind. Das Licht der Offenbarung Gottes, die Gebote, der Bund, dann die verschiedenen Propheten durch die Jahrhunderte. Immer wieder hat Gott sein Licht durch sein Wort dem Volk weitergegeben. Aber immer wieder ist es passiert, dass sie dann abdrifteten in die Finsternis, in die Dunkelheit, auf ihr Wegen, auf Wegen, die letzten Endes ja zu viel Not und Elend dann geführt haben. Und darum dieser Appell und dieser Aufruf, ja, man kann sogar sagen, diese Einladung vom Herrn an dem Volk Gottes, sich aufzumachen, um Licht zu sein, werde Licht. Nun, ich denke, es wird jedem klar sein, dass die Quelle des Lichts liegt hier nicht in den Menschen selber. Das Licht wäre viel zu klein, zu gering oder wäre überhaupt nicht präsent, wenn nicht Gott dieses Licht in sein Geschöpf hineinlegen würde. Wie es einst auch getan hat in diesen Engel des Lichtes, Luzifer, der letzten Endes dann zur finstersten Finsternis wurde. Der Grund: Er wollte sich über Gott erheben und er wollte sein wie Gott. Was für ein fataler Irrtum. Aber wir haben den Auftrag, Licht zu sein, auch im Neuen Testament. Denn die Bibel lehrt ja: Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages, schreibt der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 5. Ihr seid Kinder des Lichts. Also durch die Neugeburt, die Gott auch möglich gemacht hat, durch seine große Liebe und Opfer in und durch Jesus Christus, ist es möglich geworden, dass wir zu diesen Kindern des Lichts werden. Und was haben wir da für eine Aufgabe oder Aufträge? Nun, ich glaube auch von der Aussage von der heutigen Losung und Lehrtext: Licht hat ja die eine und mehrere Eigenschaften oder Aufgaben, etwas zu erleuchten,
etwas klar zu machen, etwas aus der Finsternis herauszuholen, es aufzudecken. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Das Licht, das uns der Herr gegeben hat, das er ja selber ist, weil er der Ursprung des Lebens und des Lichtes auch ist, das hat er uns anvertraut. Wir sind durch Jesus und durch die Berufung, die wir haben, wir sind gewissermaßen, ja, man kann schon sagen, um ein Bild zu gebrauchen, wie diese Fackelträger, jedes Mal, wenn eine Olympiade stattfindet, dann gibt es Leute, die mit einer Fackel herumlaufen, um einfach zu dokumentieren, da ist was im Gange, da passiert etwas. Und wir haben eine viel, viel größeres Licht und eine viel größere Fackel, die der Herr uns anvertraut hat, nämlich das Licht des Evangeliums. Das einzige Licht, das den Menschen aus der Finsternis herausholen kann. Und wenn du das erlebt hast, hast du auch Grund zur Freude und zur Dankbarkeit, zur Anbetung. Und du hast auch den Auftrag, dieses Licht weiterzutragen. Vielleicht gibt dir der Herr auch heute diese Möglichkeiten. Er gibt sie uns auf jeden Fall. Die Frage ist nur sehr oft, ob wir sie erkennen und dann ergreifen. Möge das auch heute geschehen. Servus.